Willkommen zurück zu Days MF Gone. Wir sind hier in der, was für ein Ding? Cloverdale-Anlage, ich hab's schon wieder vergessen. In der letzten Folge haben wir den Sicherheitschef ausgeschaltet. Aber mies ausgeschaltet, habe ich niemals mit gerechnet, ey. Boah, das hat mich schon fast ein bisschen schockiert. Das war vom allerfeinsten Headshot. Deshalb habe ich auch so gelacht, weil ich dachte so, oha, was? Wie das? Ja, das muss es sein. Jetzt versuchen wir mal die Elektrozäune auszuschalten. Oh, mehr Krähen, verdammt. Oh, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock auf Krähen. Tja, du weißt ja... Die Krähen fucken ab. Du kannst das Nest räuchern. Jo. Wäre vielleicht eine Option. Ne? Erstmal ein paar Mollys herstellen. Jawohl, ja, zwei an der Zahl. Da. Du blöder Hund, ey. Brenn. Na also, verbrennt ihr Mistviecher. Genau. Wow. Jetzt müssen wir natürlich noch das andere Nest finden. What the heck? Ein Nest brennt. Numero uno. Wo ist Nest Nummer 2? Stopp mich mal. Ah. Guck mal da gerade aus, hä? Das hier müsste Nest Nummer 2 sein, oder? Ja. Ja. Ich heile mich gerade mal schnell. Oh. Vorbeigeworfen, du Honk. Sorry. Eide Witzka. Blöden Kackpilze, ey. Gehen wir richtig auf die Nerven, die scheiß Krähen. Und jetzt breche ich die Tür da auf. Echt? Junge, mach Sachen. Das war's. Ja. Ist wahrscheinlich früher öfters eingebrochen. Klar doch, und sie haben Medikit da gelassen. Ja, um die Ecke findet ihr ein Medikit. Mhm. Und einen Lappen. Damit bin nicht ich gemeint. Ja, oh, Manu, ich wollte es gerade sagen, mir ging es gerade durch den Kopf. Das sollte reichen. So, ich würde sagen, die Elektrozäune sind abgestellt. Oh, hier geht's wieder raus. Ich dachte, vielleicht geht hier noch irgendetwas. Nee. Also zurück zu unserem Bike. Ah, Boozer hier ist Deacon, komm. Lost Lake Camp, ist irgendwer da? Dick, bist du das? Ja, Boozer, ich bin's. Hey, es ist schön von dir zu hören, Bruder. Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit. Die Forschungsanlage, in der Sarah gearbeitet hat, die beim Iron Butte, wo die Ripper waren. Du weißt, welche Anlage ich meine, ja? Also hör zu, hier ist Nahrung. Viel Nahrung. Mais. Also sag Ricky, sag Iron Mike, sie sollen wen schicken. Du hast sie gefunden? Was, du hast Sarah? Ja, ich hab sie. Boozman, ich hab sie. Das ist Wahnsinn, Dick. Wann bringst du sie zurück nach Lost Lake? Nein, Lass uns jetzt nicht damit anfangen. Nick? Ja. Sag ihr. Ich hab sie lieb. Pass auf. Boozer. Boozer. Tja. Lost Lake Camp kommen. Lost Lake, kommen. Okay, gut, pass auf. Dick? Ja, ich bin's. Hör zu, da ist... Ich dachte, wir hören nie wieder von dir. Iron Mike sagte, du kommst nicht zurück. Pass auf, ich hab nicht viel Zeit. Hör zu, da ist... Hast du sie gefunden? Ja, ich hab sie. Ricky? Das freut mich, Dick. Du hattest recht, wir haben's gepackt. Und sie zum Glück auch. Ja, okay, pass auf, da ist diese Farm, okay? Da gibt's Strom, da sind Elektrozäune. Elektrozäune,
Und wenn ihr herkommt, fragt Busa, es ist, wo Sarah gearbeitet hat. Beim Iron Butte, er weiß, wo das ist. Wenn ihr herkommt, findet ihr was zu essen. Ihr findet richtig viel Essen. Okay. Ah, wie geht's ihm? Au, gut, gut. Du glaubst nie, wen Iron Mike zum Sicherheitschef ernannt hat. Machst du Witze? Wow, das ist toll. Könntest du... Weißt du was? Hör zu, ich muss Schluss machen. Bis dann. Weißt du was? Warte mal kurz, warte, warte. Was du gesagt hast, das mit der Kerze, du könntest recht gehabt haben. Ich weiß. Ricky, Ende. Leb wohl, Ricky. Was meint er denn mit der Kerze? Was macht er denn mit der Kerze? St. John, hier spricht Corey. Wo sind Sie? Von was für einer Kerze redet die? Dass Sie den Kontrollpunkt am tiefsten passiert haben. Hat der schlimme, böse Sachen mit einer Kerze gemacht? Es gibt eine Forschungsanlage in Iron Butte und, Sarah, Lieutenant Whittaker hat von einem wichtigen Gerät gesprochen, das sie braucht und, dass es das nur dort gibt. Sie geht nicht an ihr Funkgerät. Der Colonel will wissen, wo sie bleiben. Sagen Sie ihm, wir sind unterwegs. Der Colonel will mit ihr... Tut mir leid, Captain, Sie, die Verbindung, ich... wir fahren jetzt, St. John Ende. Was hat das mit dieser Kerze bitte auf sich? Keine Ahnung, wahrscheinlich SM-Deacon oder so. Kerzenspiele. Aha. Erstmal unterwegs ein bisschen Schrott sammeln. Mhm. Ja. Schrott ist immer gut. Geilo. Ja? Geht auch für Kofferraum auf? Nein. Nein. Sprich die Motorhaube? Die hier geht auf. Och, Max Schrott, na toll. Tja, umsonst gefreut. Geh ich wieder. Dann gehen wir. Behalt dein Schrott, blödes Behalt Auto. Halt dein Scheiß. Hast du mit ihm geredet? Mit Busa? Ja. Ja, ich sagte, dass es dir gut geht und mir gut geht. Und dass ich mich beeilen muss, weil wir noch irgendwie über den Pass müssen, bevor das Wetter umschlägt. Was meinst du? Ich weiß nicht. Das sieht nicht gut aus. Aber es ist einen Versuch wert, also versuchen wir es. Klar, bitte. Was versuchen? Junge, über den Pass zu kommen. Hä? Spine oder was, Mann? Was für ein Pass? Nicht den Reisepass. Und auch nicht den Impfpass. Den Pass, Mann. Berg. Berg? Pass. Bergler? Mann. Halte Viereck gedruckt. Zu schieben und eine wegzuräumen. Nein. Was? Oh, jetzt lad doch mal ein bisschen schneller. Ein ganz Tag Zeit hier. Schon vorbei. So. Shit. Ich glaube, es wird eisig auf dem Pass. Kuschelig. In einer einsamen Hütte mit Feuer und Kerzen. Kerzen. Und Bettdecke und sowas. Knickknack und so. Hm? Oh, Junge, wer hat recht? Ich hab's gerochen. Hey, willst du nicht kommen und was essen? Ja, eine Sekunde. Ich hab lecker Grillarm. All meine Sachen sind klatschnass. Oh, ist ein Zufall. Klatschnass. Wie schlimm. Die Frage, wer gleich klatschen aus ist, gell? Ne? Ich dachte mir, wird nie wieder warm. Ja. Reibung erzeugt Wärme, Freunde. Willst du jetzt was essen, oder? Ja. Ja, okay. Ja.
nicht mal hoch. Ja, ich auch nicht. Ist dir kalt hier? Komm her, komm her. Oh ja, war ja so klar. Mann, bring's hinter dich. Drei, zwei, eins, eins, eins. Rakete startet. Natürlich. Ja, knall die alte jetzt weg. Knall diese die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Aha, aha, aha. Knall diese die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Aha, aha. Du bist schön anzusehen. Leg dich hin, denn ich hab ein Ihn. Jede Freude Eierkuchenmusik jetzt. Ja, oh Gott. Grinsen kann. Tja, schön einen weggesteckt. Happy End! Du, du! Da, 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 Asante Squana, Matsch Banana, Wippti Wuppiti Wipp Banana, Asante Squana, Matsch Banana, Wippti Wuppiti Wipp Banana. Ja. Nein? Auf jeden Fall. Mega oh, geil. Oh Mann. Platin. Platin? Platin, ja. Boah. Cool. Awimbawe, 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 Awimbawe. Gold. Mii. Wo sind wir jetzt wieder zurück im Camper? Ja. Gangbang Party ist vorbei. Oh oh. Sie waren die ganze Nacht weg. Was haben sie bloß gemacht? Schnee geschippt. Ja, die Mission haben sie abgeschlossen, würde ich sagen. Haha. Also. Schaltet wieder zur nächsten Mission ein. Bis dann. Tschüss.